Im zweiten Heimspiel der Saison ging es für die Damen des TC Blau-Weiß Berlin schon um alles. Nach 3:2:7 Pleiten musste im Kampf um den Klassenhalt unbedingt ein Sieg her. Zu Gast war der TEC Waldau Stuttgart um Topspielerin Mona Bartel. Auch wenn am Himmel dunkle Wolken aufzogen, konnten die Gastgeberinnen aufgrund einer verletzungsbedingten Aufgabe schnell den ersten Matchgewinn verbuchen. So kam es, früher als gedacht, zum Spiel der Topgesetzten. Und Marina Zanewska bot Favoritin Bartel klar Paroli und breakte früh zum 2:1. Unterdessen hatte auf einem anderen Platz eines der spannendsten Matches des Tages begonnen. Sina Göllner-Schreiber traf auf Lena Rüffer. Stuttgart hatte inzwischen zum 1:1 ausgeglichen und auch Regen hatte mittlerweile eingesetzt. Kein Problem für die Berlinerin. Ehrlich gesagt, das hat mir gar nichts ausgemacht. Also am Anfang, als es losging, ja, habe ich es gemerkt. Und dann war es so, dass ich eigentlich die Atmosphäre und den Regen, das hat gepasst heute. War gut. Dennoch musste Sina Satz 1 abgeben. Im Spitzenspiel hatte sich währenddessen das Blatt gewendet. Nach dem Break zum 2:1 gab Marina 4 Spiele in Folge und damit auch den ersten Satz ab. Dasselbe Ergebnis gab es auch in Satz 2 und so setzte sich mit Mona Bartel am Ende doch die Favoritin klar mit 6:2 und 6:2 durch. Wieder zurück zum Match auf Platz 2. Mit einem Kraftakt sicherte sich Sina den zweiten Durchgang im Tiebreak und erzwang somit den Match-Tiebreak. Bei starkem Regen schenkten sich die beiden nichts. Letztlich musste sich die Berlinerin trotz Matchballs aber doch mit 3:6, 7:6 und 9:11 geschlagen geben. Ich hatte sie. Ich hatte sie eigentlich auf dem Schläger. Ich hatte Matchball. Aber nichtsdestotrotz war ein super Match heute. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht, trotz Regenschlacht. So stand es zur Regenunterbrechung 1:3 aus Sicht von Blau-Weiß. Nach mehr als zweistündiger Pause standen dann noch 2 Einzel auf dem Programm. Stefanie Wagner kämpfte sich zwar nach 2:6 im ersten und Break-Rückstand im zweiten noch in den Tiebreak, zog dort aber dennoch den kürzeren. Nervenaufreibend ging es auf Platz 1 im Duell zwischen Vivian Heisen und Anna Zaya zu. Nachdem jede hier einen Satz geholt hatte, musste auch hier der Match-Tiebreak entscheiden. Dort zeigten die beiden den Zuschauern bei mittlerweile strahlendem Sonnenschein einige sehenswerte Ballwechsel. Doch wie schon Sina Göllner-Schreiber konnte auch Vivian Heisen ihre Matchbälle nicht nutzen und unterlag denkbar knapp mit 6:7, 6:2 und 11:13. Sicherlich ist man, sage ich mal, sehr betroffen, da man ja nur in 2 einzelnen Matchbälle hatte, die man halt unglücklich und knapp verloren hat im Match-Tiebreak. Ich denke, das ist halt immer das kleine Quäntchen Glück, was dann der eine hat und der andere halt nicht. Damit war das Duell mit Stuttgart schon vor den abschließenden Doppeln entschieden. Coach Michael Brandt schätzte die Lage nach der 4. Niederlage nach 4 Spieltagen realistisch ein, zog aber dennoch ein ordentliches Zwischenfazit der Saison. Ja, ich würde mal sagen, das war damit der Abstieg. Das sage ich ganz ehrlich, das ist so, auch wenn wir jetzt noch 2 Spieltage vor uns haben. Also ich bin gar nicht unzufrieden, denn mit unserer Philosophie, denke ich mal, haben wir das optimale rausgeholt. Wir sind in keinem Spiel untergegangen, sondern wir haben immer mitgespielt. Für die junge Mannschaft oder die jungen deutschen Mädels, die gerade so in unseren Reihen sind, die ja ein bisschen sich entwickeln sollen, denke ich, war es bis jetzt also eine gute Saison. Ja, und ich hoffe, dass wir halt daraus auch profitiert haben. An den letzten beiden Spieltagen gilt es also für die blau-weißen Damen, sich ordentlich aus der Saison und damit wahrscheinlich vorerst aus der Bundesliga zu verabschieden.